Herr Dr. Beck, vielen Dank, dass Sie heute dem Deutschlandkurier hier in Berlin für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Sie sind Europaabgeordneter der AfD. Sie sind jetzt heute aus Straßburg hier nach Berlin angereist. Sie sind angereist, weil eine Großdemo stattfindet. Eine Großdemo unter der Devise Unser Land zuerst, gegen Energiepreiswahnsinn und gegen Horrorinflation. Warum ist aus Ihrer Sicht diese Demonstration wichtig? Warum kann diese Demonstration möglicherweise ein entscheidendes Zeichen setzen? Zuallererst einmal mein Dank für Ihre Einladung. Inflation, die zeigt sich im Leben aller. Zurzeit beträgt sie 10%. Die Löhne halten damit nicht Schritt. Das heißt, der Lebensstandard der Bevölkerung sinkt jedes Jahr nicht nur um 10%, sondern eigentlich weit mehr, denn es gibt gewisse fixe Kosten im Leben aller, das ist meist über 50% der Ausgaben. Das heißt, vom disponiblen Einkommen, das sind meistens nur 20 oder 30% des Nettoeinkommens, bleibt immer weniger. Diese Inflation führt dazu, dass die große Mehrheit der Bürger in unserem Land ihr ganzes Nettoeinkommen der Lebenshaltung widmen müssen. Wir sprechen auch über das Thema Energiepreiskrise. Die Grünen haben vor Jahren, wir erinnern uns da an den grünen Wirtschaftsminister, an den Umweltminister Jürgen Trittin, der sagte, diese ganze Energiewende wird den Bürger nicht mehr kosten als eine Kugel Eis. Das ist ein ziemlich teures Eis geworden. Was fällt Ihnen zum Thema grüne Energiepolitik ein? Ja, ich erinnere mich nur ungern an Herrn Trittin, aber es ist ja eigentlich noch schlimmer geworden. Nun, die Regierung suggeriert derweil, die gegenwärtige Inflation sei ausschließlich die Folge des Ukraine-Krieges. Das heißt, es liege an Russland. Tatsache ist aber, dass die Inflation bereits im letzten Drittel des letzten Jahres rasch anzusteigen begann und sich dieser Anstieg auch in den 2 Monaten bis zum russischen Einmarsch fortsetzte. Das heißt also, die Inflationsspirale war bereits vor dem, ich weiß nicht mehr genau, wann es zum russischen Einmarsch kam, sagen wir 24. Februar, in Gang gekommen. Tatsache ist, dass sicherlich die Energiepreise eine gewisse Rolle spielen. Wie sollte es anders sein? Aber die Energiepreise sind auch Folge der grünen Energiepolitik. Und nicht zu vergessen, die Inflation ist ganz entschieden auch Ausdruck der Geldschwemme der EZB. Seit 2014 und massiv seit 2015 hat die EZB, die Europäische Zentralbank, die Geldmenge erheblich ausgeweitet. Ökonomen kennen ein Gesetz, demzufolge eine Ausweitung der Geldmenge unweigerlich auch Inflation nach sich zieht. Lange Zeit, ursprünglich galt das als Naturgesetz, irgendwann ab 2016 vergab die Bundesregierung und vergaben die EU und auch die amerikanischen Ministerien und öffentlichen Stellen und Stiftungen Forschungsaufträge an Ökonomen, in denen nachgewiesen sollte, dass es diesmal anders kommen werde. Wie immer, wenn die Anreize stimmen, gab es auch genügend Ökonomen, die dann das Fischersche Gesetz in Frage stellten. Aber es kam, wie es kommen musste. Und der einzige Grund, weswegen die Inflation viele Jahre lang nicht zutage trat, war, dass das Geld nicht wirklich in Lohn- und Preiserhöhungen sich zeigte, sondern fast ausschließlich den Größtvermögenden zufloss und deswegen zu einer Explosion bei den Anlagegütern führte. Jetzt zeigt sich die Inflation im täglichen Leben bei den Konsumgütern. Sie erleben während Ihrer Tätigkeit als Europaabgeordneter in Straßburg und Brüssel die grüne Parteienfamilie ja gesamteuropäisch. Sind eigentlich die Grünen aus anderen europäischen Ländern ähnlich ideologisch verblendet, wie man es den deutschen Grünen ja offensichtlich zuschreiben kann? Oder gibt es Grüne in anderen Ländern, die weniger ideologisch Politik betreiben? Sie suggerieren hier eine gewisse Ausnahmestellung, oder ich will es mal provokant formulieren.
wenn ich Sie so höre, dann meine ich, Sie suggerierten fast, als sei Deutschland mittlerweile der Vorreiter nahezu aller degenerativen sozialen Entwicklungen in Europa. Dem würde ich genau zustimmen. Ja. Nicht? Und die Grünen nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Wir haben, glaube ich, 19 oder 20 Grüne. Es scheint wirklich im Europäischen Parlament, wir haben gut 700 Abgeordnete, häufig so, als dominierten diese 20 das gesamte Parlament, weil viele ihnen einfach nacheifern. Aber richtig ist, dass nirgends niemand fanatischer am Untergang unseres Landes und auch unseres Kontinents arbeitet als die deutschen Grünen. Welche Rolle spielt die Klimapolitik im Europäischen Parlament und welche Rolle spielt die suggerierte Klimauntergangsstimmung, also Klammer auf, Klimahysterie im Europäischen Parlament? Eine ganz entscheidende. Gegenwärtig geht eine ganze Lawine von klimarettenden Maßnahmen durchs Parlament. Alle werden die Preise weiter verteuern. Ein Beispiel, diese Woche gab es eine Abstimmung zur Düngemittelverordnung. Das ist ein wesentlicher Eingriff in die Landwirtschaft. Gegen ähnliche Maßnahmen gehen die niederländischen Bauern schon seit langem auf die Straße. Es wird nicht nur zu weiteren Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln führen, sondern zu Nahrungsmittelknappheit. Die von uns nachgefragte, die von uns gewohnte Nahrungsmittelvielfalt wird es, wenn diese Maßnahmen verabschiedet werden, in Zukunft nicht mehr geben. Das Weltwirtschaftsforum spricht bereits davon, wie eiweißreich doch Würmer und Insekten seien. Ich bin davon überzeugt, in 10 Jahren werden wir auch Würmer und Insekten essen, wenn diese Leute weiter das Heft in der Hand halten. Herr Dr. Beck, um abschließend noch mal auf die Demonstrationen, die jetzt in Deutschland ja vermehrt stattfinden, zurückzukommen. Es gibt noch viele Bürger, die hinter verschlossenen Türen sagen, ja, eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um auf die Straße zu gehen. Diese Ampel führt uns in die Deindustrialisierung, sie führt uns in Massenarbeitslosigkeit, es führt zur Verarmung großer Schichten der deutschen Bevölkerung. Was würden Sie den Menschen, den Bürgern zurufen wollen, die vielleicht diese Gefahren erkennen, aber sich noch nicht trauen, auf die Straße zu gehen, sich noch nicht trauen, ihren Protest auch auf die Straße zu tragen? Ja, zuerst einmal, Sie sollten Vertrauen in Ihren eigenen Verstand haben. Ich war eigentlich selbst, um nur ein Beispiel zu geben, ich war jahrzehntelang an der Universität, dann arbeitete ich nebenberuflich noch als Anwalt auf dem Gebiet EU-Recht. Ich hatte nie die Absicht, in die Politik zu gehen. Das änderte sich eigentlich erst nach 2010, als ich beobachtete, welche eine absurde Politik Frau Merkel umzusetzen begann. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich war schon damals davon überzeugt, dass zum Beispiel die Euro-Rettung nicht funktionieren kann. Ebenso war es bei der Migrationspolitik und bei der Klimapolitik. All dies sind gigantische Popanze, die aufgebaut werden müssen. Es gäbe keine Alternative zum Euro. Wir brauchen all diese Migranten, von denen wir ja wissen, dass sie nie arbeiten werden. Und die Erde, die werde morgen untergehen, wenn wir uns nicht alle in die Steinzeithöhle zurückziehen. Das ist alles Angstmacherei. Die Konsequenzen sind drastisch und so im Laufe des letzten Jahres eröffnen sie sich ganz offensichtlich. Und die Bürger sollten sich nicht einschüchtern lassen. Ich sehe, die Devise des Wochenendes, zumindest beim Deutschlandkurier, ist Mut, Bürger. Mut ist genau das, was wir brauchen. Und denken Sie ein wenig darüber nach, was Ihnen die Staatsmedien erzählen und überlegen Sie doch bitte, ob Sie das glauben oder nicht. Und wenn Ihnen Zweifel kommen, dann haben Sie auch den Mut, diesen Zweifeln Ausdruck zu geben. Die Inflation greift jetzt massiv ins Leben der Bürger ein. Wenn jetzt nichts geschieht, dann nähern wir uns in der Tat dem Szenario, das das Weltwirtschaftsforum in seinen zahlreichen Videos beschreibt. Und ich bin mir sicher,
90% der Bürger wollen das nicht. Aber sie müssen ihrem Misswillen oder sie müssen ihrem Unwillen, ihrer Empörung auch Ausdruck geben. Das ist ganz wichtig und deswegen ist die morgige Demonstration auch ein ganz entscheidendes Zeichen. Wenn jetzt nichts geschieht, dann wird nichts mehr geschehen, was uns noch wirklich retten kann, fürchte ich. Abschließend möchte ich Sie noch um einen europäischen Ausblick, um eine europäische Einschätzung bitten. Wir haben in Schweden erlebt, dass die dortigen Schwedendemokraten, also eine national-konservative Partei, bei den letzten Parlamentswahlen einen großen Erfolg erzielt hat. Wir haben vor 2 Wochen erlebt, dass in Italien ein Rechtsbündnis, ein national-konservatives, patriotisches Bündnis unter der Führung von Frau Meloni große Erfolge erzielt hat. Es ist abzusehen, die Regierungsbildung läuft jetzt noch, aber es ist abzusehen, dass Frau Meloni die nächste Premierministerin Italiens sein wird. Wir haben in Frankreich starke konservative Zugewinne in den Umfragen. Wir haben hier in Deutschland aktuell bei der AfD, bei den Umfragen sehen wir die AfD bundesweit bei ca. 16%. Sind diese Erfolge in europäischen Ländern wie Italien, wie in Schweden, wie teilweise auch in Spanien, sind das Erfolge, die auch Mut machen mit Hinblick auf Deutschland aus Ihrer Sicht? Sicher, es betrübt mich ein wenig, dass gerade in Deutschland die Bevölkerung so lange so leidensfähig war und insbesondere unsere Ergebnisse, die der AfD, doch hinter denen einiger der anderen konservativen Rechtsparteien in Europa hinterherhinkten. Da der Druck insbesondere auf uns wahrscheinlich in Europa singulär ist, ist auch zu erwarten, dass das noch einige Zeit so bleibt. Umso wichtiger ist, dass wir uns eben auch auf europäischer Ebene mit den anderen, uns in vielen Fragen doch sehr gleichgesinnten Parteien gut vernetzen und auch verbünden. Denn es ist entscheidend, nicht nur in Deutschland, in Berlin zu opponieren, sondern ebenso in Europa. Nehmen wir ein Beispiel. Im Europäischen Parlament haben die beiden rechten konservativen Fraktionen ungefähr 20, vielleicht etwas mehr Prozent der Stimmen. In Deutschland hat die AfD nur rund 11% der Stimmen. Ist also keineswegs zu erwarten, dass wir in Deutschland eher in einer Position sein werden, vieles zu verhindern. Im Europäischen Parlament lässt sich vieles verhindern, was dann erst gar nicht in den Bundestag kommt. Deswegen sollten wir auf jeder Ebene und in jedem Forum kämpfen mit den notwendigen Verbündeten, die jeweils gebraucht werden. Herr Dr. Beck, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.